Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Vortragsreihe im Klimapavillon in Gera. Mein Name ist Marcel Weiland. Ich arbeite bei der TEGA, bin dort Projektleiter für erneuerbare Energien und möchte Sie heute recht herzlich willkommen heißen zum Vortrag Ein Tag mit der Sonne. Dazu möchte ich ganz kurz auf meine Programmpunkte eingehen, mit denen ich Ihnen gerne näher bringen möchte. Das ist zum einen unser Unternehmen vorstellen, die TEGA. Als nächstes, was für Sie sehr interessant sein wird, ist das Landesförderprogramm Solar Invest. Und abschließend möchte ich Ihnen ein kleines Hilfsmittel mit an die Hand geben. Das ist der Thüringer Solarrechner. Und dann steigen wir auch direkt ein in den Vortrag. Die TEGA. TEGA steht für Thüringer Energie- und Greentech-Agentur und ist die Landesenergieagentur von Thüringen. Wir arbeiten im Auftrag der Landesregierung und ganz besonders unabhängig vom Markt und Anbietern. Und wir stellen bereit Informationen bzw. Beratungsleistungen rund um das Thema erneuerbare Energien. Was tun wir bzw. was haben wir schon geleistet? Unter anderem haben wir in den Thüringer Kommunen ca. 10-20% Energieeinsparungen vorgenommen bzw. die Kommunen dabei unterstützt, so viel Energie einzusparen. Des Weiteren hat der TEGA Solarrechner schon 60.000 Thüringer und Thüringerinnen geholfen, eine PV-Anlage auszulegen. Und unsere Servicestelle Wind hat 50 Siegelpartner für faire Windenergie in Thüringen. Dazu kommt aber noch mehr. Wärmequellen, besonders Abwärmequellen, wurden von uns erfasst bzw. akquiriert. Und die sind dann schon mittlerweile 421, um kommunale Fern- und Nahwärmenetze zu unterstützen. Des Weiteren sind in Thüringen ca. 48.000 Modernisierungsmaßnahmen hinsichtlich der Straßenbeleuchtung durchgeführt wurden. Und natürlich hat unser kommunaler Klimaschutz 65 kommunale Energiemanager ausgebildet. Das war jetzt sehr grob. Was tun wir im Detail? Wir sind hauptsächlich verantwortlich für den Netzwerk- und Wissenstransfer. Wir entwickeln Projekte in Gesamtthüringen, beauftragen Studien und Analysen, führen Strategien und Beratungen rund um die Themen Energieeffizienz, kommunaler Klimaschutz bzw. Ressourcenschonung und erneuerbare Energien durch. Unsere Bereiche. Ich bin aufgegliedert in dem Bereich erneuerbare Energien. Zusammen mit der Servicestelle Windenergie betreue ich die Servicestelle Solarenergie. Des Weiteren ist einer unserer Bereiche, wie Sie feststellen können, der Klimapavillon. Und des Weiteren haben wir auch noch unsere Großveranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet. Das ist das TEGA-Forum. Und um mal unsere Vernetzung darzustellen, habe ich Ihnen diese wunderbare Infografik mitgebracht, wo ich Ihnen auch gerne noch wichtige weitere Bereiche vorstellen möchte. Das ist unter anderem die nachhaltige Mobilität. Die Kollegin bzw. der Kollege, die dafür verantwortlich sind, kümmern sich um das ganze Thema Elektromobilität bzw. alles, was im Thema Ladeinfrastruktur und damit zusammenhängt. Der kommunale Klimaschutz, wie schon erwähnt, hat das Programm ComEms auf den Markt gebracht und bildet die Energiemanager aus. Des Weiteren beschäftigten sich einige Bereiche dann eben noch mit der Abwärme, der Energie und Ressourceneffizienz und natürlich den klimaneutralen Landesverwaltungen. Jetzt möchte ich gerne Ihnen noch ein paar genauere Punkte zu meinem Bereich erzählen, und zwar die erneuerbaren Energien. Wie bereits erwähnt, teilt sich der Bereich erneuerbare Energien in die beiden Servicestellen auf, einmal für Windenergie und einmal für Solarenergie. Die Servicestelle Windenergie hat sich dafür eingesetzt, dass das Siegel für faire Windenergie in Thüringen etabliert wird und behält dabei schon bereits 50 Partner. In der Servicestelle Solarenergie ist der Thüringer Solarrechner sozusagen aufgehangen, und dieser wurde, wie auch schon am Anfang erwähnt, von sehr vielen Thüringerinnen und Thüringern benutzt, um eine überschlägliche Wirtschaftlichkeitsberechnung einer möglichen PV-Anlage durchzuführen. Was tue ich noch in der Servicestelle Solar?
Ich berate nicht nur hinsichtlich der Photovoltaikanlagen, auch die Themen Solarthermie sind bei mir aufgehoben, beziehungsweise unterstütze ich Kommunen, Privatpersonen und auch Unternehmen, was die Beratung zwecks Fördermittel betrifft. Dabei agiere ich komplett hersteller- und anbieterneutral und bin jederzeit erreichbar. Des Weiteren haben wir in der Servicestelle Solarenergie auch Broschüren entwickelt, die sich direkt an spezifische Zielgruppen richten, wie zum Beispiel zu erwähnen PV für Unternehmen. Kommen wir zum Förderprogramm Solar Invest von der Landesregierung. Das Förderprogramm Solar Invest teilen wir uns die Bereiche auf, und zum einen die förderrechtliche Beratung, die durch die Thüringer Aufbaubank durchgeführt wird, und so eine technische Initialberatung bzw. Informationen, Hinweise werden durch die TEGA vollzogen. Dieses Förderprogramm ist quasi neu auferlegt worden am Anfang des Jahres, weil am Ende letzten Jahres das Solar-Invest-Programm ausgelaufen ist und die Landesregierung hat sich dazu entschieden, dieses Förderprogramm weiterzuführen. Was sind die Förderabsichten für Solar-Invest? Einerseits möchte das Förderprogramm den Anteil an Strom, der durch PV-Anlagen erzeugt wird, in dem Eigenheim zu erhöhen, beziehungsweise möchte das Förderprogramm den Anteil der erneuerbaren Energien sowohl im Bereich der Wärme und im Mieterbereich erhöhen. Kommen wir zu dem Überblick des Förderangebotes. Hierbei ist für den Verbraucher interessant der Bereich Investitionen, wo es direkt um die Anlagentechnik geht. Fangen wir an mit dem Bereich der Investition in eine PV-Anlage plus zusätzlich einen Speicher. Dieser Speicher ist Förderbedingung. Das bedeutet, ohne Speicher gibt es keine Förderung für eine PV-Anlage. Für den Verbraucher, also die natürliche Person, ist dabei wichtig, dass die Auslegung der Anlage eigenverbrauchsorientiert stattfinden muss. Das bedeutet, Sie haben einen Stromverbrauch von ca. 3500 Kilowattstunden prognostiziert der letzten 3 Jahre. Das bedeutet ganz einfach, Sie nehmen Ihren Stromverbrauch der letzten 3 Jahre, addieren den zusammen, teilen den durch 3 und bekommen einen durchschnittlichen Stromverbrauch, mit dem die TAP dann ihre Förderhöhe beschließt. Wie hoch ist die Förderung? Die Förderung bei Anlagen unter 10 kW Peak sind 900 Euro pro kW Peak. Genau, und ganz wichtig ist noch, dass Privatpersonen bzw. Sie als Verbraucher nicht berechtigt sind, eine Anlage größer 10 kW Peak sich fördern zu lassen. Was gibt es noch in dem Bereich Investitionen? Zum einen, für bestehende Anlage kann natürlich auch noch eine neue Investition in einen Batteriespeicher getätigt werden, um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Dabei werden ungefähr 300 Euro pro Kilowattstunde Nennspeicherkapazität auch gefördert. Ganz wichtig hierbei ist, dass mit dem Zulegen eines Speichers eine Eigenverbrauchsquote von 60% erreicht werden muss, und natürlich ist dieser Bereich der Förderung, also die 300 Euro pro Kilowattstunde, nicht kombinierbar mit der Photovoltaikanlagenförderung. Des Weiteren werden gefördert sonstige Speicher. Was sind sonstige Speicher? Man kann das pauschalisieren. Das sind in der ersten Linie, wo elektrische Energie in thermische Energie umgewandelt werden und dementsprechend gespeichert werden. Darunter fallen unter anderem Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher, aber dies gilt auch für Kältespeicher bzw. für Latentwärmespeicher. Was ist dabei wichtig? Es muss nicht immer eine neue Investition sein, das kann auch sein, dass Ihr alter Speicher schon ein bisschen verbraucht ist und Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, vielleicht mal einen neuen Speicher anzulegen. Auch da sind Sie förderberechtigt. Die Förderhöhe wird in
Kubikmeter Wasseräquivalenz angegeben und beträgt 250 Euro. Dann haben wir noch die Investition in Mieterstrommodelle. Dort einfach zusammengefasst ist, dass auch hier nicht die Anlage gefördert wird, sondern nur alleine die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Alles, was sonst herum anfällt. Dazu zählen auch Abrechnungsmodelle, neue Zähler etc. Wichtig hierbei ist, natürlich können Sie sich auch noch die PV-Anlage dazu fördern lassen. Da ist nur eins zu beachten, dass für die Erzeugungsanlage dementsprechend ein neuer Antrag gestellt werden muss. Und die Förderhöhe kann maximal 80% beziehungsweise die Obergrenze wären 100.000 Euro. Bis dahin darf gefördert werden. Des Weiteren, wie am Anfang schon erwähnt, beschäftigt sich das Förderprogramm Solar Invest auch mit dem Bereich der Wärme. Und hier hat man entschieden, dass auch Hausanschlussstationen gefördert werden können. Hier muss man nur einfach unterscheiden, dass wenn es sich um ein neues Nahwärmenetz bzw. Fernwärmenetz handeln sollte und Ihr Haus dorthin angeschlossen wird, gibt es eine Förderung bis zu 40% und bei bestehenden Netzen eine Förderung bis zu 25%. Ja, das war meine sehr grobe Zusammenfassung des Förderprogramms Solar Invest. Jetzt muss ich Ihnen leider noch die schlechte Nachricht präsentieren, dass zurzeit es einen Antragsstopp kriegt, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, aufgrund der Corona-Pandemie. Einige weitere wichtige Voraussetzungen um eine Förderung zu bekommen, ist natürlich, wie vorhin schon mal bei den Batteriespeichern erwähnt, dass eine Eigenverbrauchsquote erreicht werden muss von 60%, beziehungsweise dass das Mieterstrommodell natürlich so aufgeschlüsselt werden muss, wie es das Mieterstromgesetz vorgibt. Das bedeutet, der Tarif muss sich an den ortsüblichen Grundversorgungstarif orientieren und muss dort mindestens 1 Cent brutto günstiger sein. Um mögliche Fragen zum Förderprogramm Solar Invest beantworten zu können, habe ich mir ein wenig Hilfe besorgt, und zwar den Herrn Maschke von der Verbraucherzentrale Thüringen, und er wird jetzt 1-2 wichtige Fragen zum Förderprogramm stellen. Guten Tag, Sie sprachen ja von dem zurzeit herrschenden Antragsstopp aufgrund Covid-19. Ja. Können Sie sagen, wie es dort weitergeht? Ja, ich kann zumindest einen groben Zeitraum sagen. Und zwar ist die Thüringer Aufbaubank bis Mitte Juni mit den Corona-Soforthilfen beschäftigt. In der Zeit werden die Mitarbeiter nicht die Zeit haben, die Anträge für das Förderprogramm Solar Invest zu bearbeiten. Wie es nach Mitte Juli ausschaut, kann man schlecht sagen. Das wird definitiv die Zeit ergeben, beziehungsweise wenn es dann dazu Neuigkeiten gibt, wird das unter anderem vom Thüringer Umweltministerium beziehungsweise natürlich auch von der Thüringer Aufbaubank dann auf den einschlägigen Webseiten online gestellt. Danke. Ja. Und wir haben ja nun in den Medien letzten Monaten und Wochen mehrmals von der Diskussion um den 52 Gigawatt Deckel im Erneuerbaren Energiengesetz und um dessen von der Politik versprochene Abschaffung gehört. Ja. Wie hängt denn dieser Aspekt mit dem Landesförderprogramm zusammen? Ja, das Landesförderprogramm ist eigentlich unabhängig von dem PV-Deckel. Wenn wir jetzt mal den Aspekt der minimalen Einspeisung ins Netz außer Acht lassen, aber es gibt ja seit dieser Woche positive Neuigkeiten vom Wirtschaftsministerium bzw. in den Nachrichten, dass der PV-Deckel jetzt letztendlich fallen soll. Deshalb kann man sagen, dass das Thema sich quasi erledigt hat. Das ist ja erfreulich. Ja, aber gut, dass ich Sie hier habe, Herr Maschke. Dann können Sie mich nämlich direkt bei meinem nächsten Punkt gleich unterstützen. Hier zum einen finden Sie nochmal ganz kurz den Hinweis,
wo Sie die Richtlinie, alle möglichen Anträge bzw. auch die Durchführungsbestimmung finden können, auf der Seite der Thüringer Aufbaubank. Und für eine überschlägliche Wirtschaftlichkeitsberechnung eignet sich natürlich wunderbar der Thüringer Solarrechner. Die Ansprechpartner für unter anderem das Förderprogramm Solar Invest ist meine Wenigkeit und die Kollegen Herr Witzel und Herr Walbuhl. Und jetzt kommen wir zum Thüringer Solarrechner. Hier befinden wir uns schon direkt im Solarrechner. Und wie vorbereitet habe ich schon mal ein Einfamilienhaus ausgewählt, Herr Maschke. Ich würde vorschlagen, wir beginnen direkt. Genau, ich habe hier ein Einfamilienhaus ausgewählt und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Ihr Privathaus ist und möchte Ihnen gerne die Frage stellen, wie viele Personen wohnen denn bei Ihnen zu Hause? Ich meine, drei Personen. Drei Personen. Wissen Sie ungefähr, wie hoch Ihr Energieverbrauch ist? Kommt das mit 3880 Kilowattstunden? Das kommt in etwa hin. Kommt in etwa hin. Sehr gut. Was haben Sie zurzeit für einen Stromtarif? Der Strompreis brutto von etwa 29 Cent, okay, der kommt da hin. Okay, das passt. Wunderbar. Sie würden sicherlich gerne die Anlage nach Solar Invest gefördert haben wollen. Und die restlichen Punkte sind für Sie auch nicht relevant. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt weiter. Und jetzt können Sie mir einen Gefallen tun, Herr Maschke. Versuchen Sie doch mal bitte noch ein, zwei PV-Paneelen, die hier schwarz angedeutet sind, auf Ihr Dach hinzuzufügen. Am besten in den dunkelroten Bereich, der einen höheren Ertrag gewährleistet. Das ist ganz einfach farblich aufgeschlüsselt. Je röter, desto höher ist der potenzielle Ertrag für Ihre PV-Anlage. Und unten können Sie in der Mitte sehen, dass prognostiziert mit dem Programm, wie gesagt, überschläglich ein Ertrag 883 Kilowattstunden pro Jahr pro KW-Peak beinhaltet würde. Es wird zudem eine Eigenverbrauchsquote ausgerechnet, ein Autarkie angegeben, eine derzeitige Rendite vorgeschlagen. Automatisch wählt der Solarrechner Ihnen schon eine gewisse Speichergröße aus. Wir belassen das jetzt mal bei der Größe, das passt ungefähr. Das können natürlich modular, können Sie das auch selbst einstellen. Herr Maschke, wenn Sie mal ganz kurz bitte bei Ihnen an der Seite auf die 290 Watt Peak klicken würden, dann kann ich den Zuschauern auch noch zeigen, dass auch hier die Modulleistung explizit extra eingestellt werden kann. Das bedeutet, haben Sie ein 330er Modul bzw. planen Sie dieses auf Ihr Dach zu installieren, können Sie den Wert 330 eingeben. Gehen wir weiter. Diese Anlage oder beziehungsweise das Ergebnis Ihrer Anlage im Solarrechner ist einmal eine tabellarische Aufschlüsselung, beziehungsweise können Sie sich das Ergebnis auch speichern und ausdrucken. Und die Anlage erreicht ungefähr nach 12 Jahren hat die Anlage sich, bin ich da richtig, Herr Maschke? Nach 12 Jahren ungefähr hat die Anlage sich quasi wieder eingespielt. Genau. Und was dann auch noch sehr wichtig ist und wo Sie sich besonders viele Informationen erfahren können, ist einmal die Verlinkung zum aktuellen Förderprogramm Solar Invest. Und wenn Sie mal bitte drücken würden auf den Bereich Handwerker finden, genau, erhalten Sie im Solarrechner eine umfangreiche Angabe von Extradaten, unter anderem eben auch die Verlinkung zu den jeweiligen Handwerkskammern in Thüringen, wo Sie sich den passenden Elektrotechniker bzw. Solateur und das Unternehmen heraussuchen können. Damit sind Sie eigentlich sehr breit aufgestellt und bei Fragen können Sie natürlich mich jederzeit in der TEGA erreichen. Ich bedanke mich vielmals für Ihr Zuschauen. Hiermit würde ich gerne meinen Vortrag beenden. Bleiben Sie gesund. Bis auf bald. Tschüss.